So, ich mache ein kurzes Video für euch. Ich wasche Arbeitsklamotten und dieses schwarze Handtuch, Badetuch, wasche ich auf alles auf 60 Grad. Deswegen darf ich das zusammenwaschen. Und hier drin ist Garden of Eden, Black Dahlia und Diamond Dream. Also Garden of Eden, Black Dahlia und mein Diamond Dream. Und hier ist eine wunderbare Mischung von Ariel und Spee Color Gel, Black Gel. Also einmal das. Und einmal, wo habe ich's? Moment. Das. Und hier Wäscheparfum Blütenzauber. Ich sag euch, wenn ihr sparen wollt, dann kauft euch das beim Edeka. Das ist das Best riechende Wäscheparfum No Name, was ich jemals hatte. Also eure Wäsche riecht bombastisch. Also ich meine es ernst, wenn ihr kein Geld für sowas habt, kauft euch das hier. Ihr werdet es nicht bereuen. Genau, die beiden benutze ich. Die kommen schon mal in die Tonne rein. Ich habe heute leider nicht so viel Zeit, deswegen muss es jetzt etwas zackiger gehen. So. Dann kommt hier die Arbeitswäsche rein. Ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nicht geschaut, ob da irgendwas drin ist. Muss ich jetzt kurz geschwind gucken. Einen Moment. Rausgeholt. Das kommt schnell hier rein. Das ist nämlich alles sehr schmutzig. Deswegen auch das ganze Waschmittel. Dieses Handtuch dazu wasche ich eh ganz heiß, deswegen passt's. Guckt mal, das wäre mir jetzt fast umgekippt. So. Und noch das Waschpulver, das tue ich hier unten. So. Da machen wir zu. Natürlich mehr Wasser. Ich helfe schon mal nach mit Wasser. Eigentlich will ich das hier nur sauber bekommen. Es riecht schon mal wunderbar.
Schaut euch das mal an. So, das reicht schon mit Wasser. Ich wasche auf 60 Grad. 2 Stunden 30 Minuten. Schaut euch den Schaum an. Also, ups, wie gesagt, Tipp von mir, wer wirklich nicht so viel Geld ausgeben möchte für Wäscheparfum, fahr zum Edeka, kauf dieses Wäscheparfum. Du wirst es nicht bereuen, glaub mir. Ich habe das geschenkt bekommen und habe das, wo ich das erste Mal ausprobiert habe, ihr werdet es mir nicht glauben, mein ganzer Klo, also hier meine ganze Toilette, hat nach dem Parfum gerochen. Und die Wäsche danach, nachdem ich sie vom Trockner sogar rausgeholt habe, hat sie so toll gerochen wegen dem hier. Also das ist so ein intensiver Duft. Also wenn ihr nicht so viel Geld habt oder möchtet nicht so viel Geld für das hier ausgeben, fürs Lenore, dann gebt einfach für dieses aus. Also das ist nicht so teuer wie das, das kostet ja um die 5 Euro oder sowas. Das kostet beim Edeka 3 Euro oder 2,95 Euro, sowas. Weiß jetzt nicht mehr genau, auf jeden Fall viel, viel billiger als das. Ja, da gibt es auch andere Sorte, also das riecht ganz toll. Dann gibt es aber auch noch den hier, Meeresfrische. Riecht auch ganz toll, aber den fand ich echt brutal. So, schaut euch mal an, der Schaum an. Dreifache Mischung. Black Dahlia, Garden of Eden von Fee Germany und Diamond Dream Mainz. So, ich mache jetzt Wäsche rein. Und zwar Vanille-Mandelblüte, zusammengemischt mit Amethyst-Blütentrauben. Ich weiß nicht wieso, ich habe gerade einen Tick, das jetzt zurzeit immer zu benutzen. Für mich, das riecht einfach toll. Und ja, das mische ich jetzt. Ich mache aber nicht so viel. So. Wow, da ist ja auch noch Ariel dran und Spee Black Gel. Ja, dann würde ich sagen, das war es mal wieder von mir. So habe ich heute die Arbeitswäsche gewaschen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder mit einem weiteren Wäschevideo. Ich wünsche euch einen schönen Abend und schaumige Träume. Spaß. Okay, also dann, bis dann. Tschüss.